Ja, wir befinden uns hier im Rathaus in Birnbach. In ein paar Minuten werden die Läufer mit dem Friedenslicht aus Mariazell auch hier bei uns in Birnbach eintreffen. Die Bewohner von Birnbach haben dann die Möglichkeit, bis zum Heiligen Abend während der Amtsstunden das Friedenslicht hier bei uns abzuholen. Ich danke natürlich den Läufern und den Organisatoren, dass sie mit dem Friedenslicht auch in Birnbach hier Station machen. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. Ich bin heuer das zweite Mal dabei. Wie gesagt, voriges Jahr haben wir mit dem Wetter ein bisschen Pech gehabt. Es war so viel Schnee im Seeberg rum. Aber heute war es original zum Laufen. 0 Grad bis 2 Grad, wenig Schnee. Also die Straßen waren immer frei zum Laufen. Optimal. Ich freue mich wieder auf den nächsten Lauf natürlich. Ein bisschen vor Afling weggelaufen. Ich meine, in meinem Alter muss man die Gelenke schon ein bisschen schonen. Und die letzte Etappe passt und ist ideal für uns. Gratuliere alle Läufer, die für Mariazell gestartet sind und bei diesen Witterungen und vor allem in der Nacht die Strecke bis dahin absolviert haben. Ja, die Freunde des Lepizaner Heimatlaufes freuen sich natürlich alle Jahre wieder, hier an diesem Lauf teilnehmen zu dürfen. Für uns ist es ja das Stück von Afling bis nach Köflach, das heuer über Biber und Terminova führt. Die größte Hochachtung habe ich natürlich von Gerd Fredi und seiner Truppe, die ganze Nacht da durchgelaufen sind und das Licht Schritt für Schritt zu uns nach Köflach bringen. Ich glaube, denen gebührt wirklich höchste Achtung. In allen Religionen hat die Kerze ein besonderes Symbolwert. Das Licht, das auch das göttliche Licht symbolisiert. So gibt es auch diese Friedensläufe und Läufe mit Fackeln, die dieses Licht, das Gott uns gibt, das Gott selbst ist, in die Welt bringt. Und so soll auch dieses Adventlicht in unseren Häusern eine Weihnachtsstimmung bringen. So wünsche ich auch eine besinnliche Advent- und Weihnachtszeit. Ja, ich laufe schon die letzten Jahre mit bei deinem Adventlauf. Es ist immer eine tolle Sache, wenn das Licht von Mariazell heruntergetragen wird, durch die Nacht durchgelaufen wird und bis heuer nach Köflach gebracht wird. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung und ich muss ein Lob aussprechen an den Veranstalter, der das organisiert und vor allem diese Läufer, die die ganze Strecke durchlaufen. Hut ab für diese Läufer. Wir wünschen jetzt euch ein gutes Weiterlaufen mit dem Licht. Ja, mein Name ist Werner Christandl, ich bin in der Terminova beschäftigt. Wir freuen uns ganz besonders, dass auch die Friedensläufer zu uns in die Therme kommen. Das ist immer eine Aufwertung, auch für uns, aber auch eine Unterstützung für diese tolle Idee, die diese Läufer von Mariazell daher machen. Wir haben auch schon alles vorbereitet. Es gibt einen Tee, es gibt auch Wasser zur Stärkung und wir freuen uns wirklich, dass die in der Therme vorbeikommen. Speziell auch in die Therme. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und das wird uns sicher Glück bringen. Ja, die Feuerwehr Maria Lankowitz und Feuerwehr Keimerberg haben den Schutz der Läufer übernommen und es ist alles planmäßig abgelaufen. Es war schwierig, die lange Nacht, aber die Verkehrsteilnehmer, die anderen, die haben uns das alles leicht gemacht. Sie waren sehr rücksichtsvoll und haben auch darauf geachtet. Schönen guten Morgen in Köflach. Wir sind gestern um 13 Uhr in Mariazell weggelaufen und haben letztendlich wieder eine Punktlandung in Köflach. Ist uns gelungen. Dazu möchte ich mal den Läufern gratulieren, in weiterer Folge auch den Begleitern, die was da wirklich eine sehr, sehr
gute Arbeit geleistet haben. Die Strecke, sage ich mal, war 140 Kilometer. Es hat keine Verletzungen gegeben. Wir sind unfallfrei runtergekommen, haben oben, sage ich mal, eine ganz gute Geschichte gehabt mit der Übergabe des Lichtes von Superior Schauer. Hat es wunderbar gelöst und letztendlich sage ich großes Dankeschön an den Mitwirkenden. Einen schönen guten Morgen darf ich Ihnen allen wünschen aus der Stadtpfarrkirche zur Heiligen Maria Magdalena in Köflach. Heute ist ein besonderer Sonntag, der dritte Adventssonntag, im Volksmund auch Sonntag Gaudete genannt. Wir treten ein in die Vorfreude des Advents bzw. des Weihnachtsfestes. Der dritte Adventssonntag, der in mancherlei Hinsicht ein ganz besonderer Sonntag ist. In manchen Kirchen wird ja hier die dritte Kerze, die rosarote Kerze angezündet. Erinnert uns daran, dass wir nun endgültig auf das große Fest Weihnachten, auf das Fest der Menschwerdung Gottes zugehen. Manche sind den ganzen Weg gelaufen und manche eine Etappe. Aber wichtig ist, dass man dabei ist. Das ist der Gedanke. Der Gedanke des Friedenslichtes ist der, dass wir in einer Jahreszeit, wo es normalerweise kalt und rau ist, wo die Tage kürzer sind, dass wir Menschen uns alle nach dem Licht sehnen. Einerseits dem Licht, einerseits nach Helligkeit und Wärme, aber gerade in der Adventzeit suchen wir ganz besonders wieder die Nähe zu Gott, die Nähe zu den Menschen. Und so soll dieses Licht auch ein Symbol dafür sein, dass ein jeder und eine jede von uns eingeladen ist, ein bisschen Licht in die Welt zu tragen durch Gedanken, durch gute Worte, durch das persönliche Lebensbeispiel. Und ich freue mich, dass wir für diesen Gottesdienst heute auch den Sinnkreis Pabera aus Bernbach gewinnen konnten unter der Leitung von Frau Professor Gabi Krehan, die diesen Gottesdienst heute musikalisch umrahmen werden. Und wir freuen uns, wenn wir auch ein Stückchen Freude vom Gottesdienst mit nach Hause nehmen können in unsere Häuser, in unsere Familien und dass diese Freude dort weitergetragen wird.